Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier wieder bei den Nekromanten. Wo war nochmal der Eingang? Hier irgendwo. Hier. Und da wollte ich jetzt noch einmal rein und schauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwie die Quest für die Dudes da aufkriege. Würde ich wirklich gerne versuchen, dass wir das irgendwie schaffen. So, erstmal die beiden. So, können wir auch mitnehmen. Und dann war das, glaube ich, hier. Hier ging das rein, ne? Zu den Dudes. Zu Manny Marco. Und dann hier nach unten. Dann hier runter. Okay, so. Dann wären wir wieder hier. Dann würde ich noch einmal versuchen, bei ihm irgendwie eine Quest zu bekommen. Greetings to you. You must knowing something about lucrative business opportunities. I'm afraid everyone's searching for work these days. Aber der hat keine Quest für uns, oder wie? I despise you, can just go away. Ja, okay. Wir sind jetzt. So. There's no work available at all. Okay. Der hat keine Quest für uns. Aber ich weiß, weil ich das ein bisschen vorgegriffen habe, weil ich sonst nicht wüsste, wie ich das sonst irgendwie hinkriegen könnte. Es gibt da eine Quest für den Manny Marco hier, für den König der Würmer in Sentinel, dass wir da ein Lich erledigen müssen. Aber der Skarabäus, den wir dafür mitnehmen mussten, den wir von ihm kriegen, den haben wir nicht. Und das ist das, was wir brauchen. Und ich würde dann trotzdem jetzt nochmal vielleicht in Sentinel versuchen, das zu machen, zu lösen. Durch die Dungeons einmal zu gehen. Von Sentinel. Und mal gucken, ob wir vielleicht den Licht doch noch ausschalten können. Denn ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir hier weiter vorgehen könnten. Also, die machen wir auch mal wieder an. Ah, toll, ich muss wieder jagen. So. Einmal erledigt. Und dann dich hier wieder. Dann gehen wir aber einmal in Richtung Süden. Ne, warte, wir sind schon im Süden. Ne, wir sind im Norden. Gehen wir einmal da hinten runter zu den Marktständen, die auf der anderen Seite davon rumstehen. Und dann gehen wir hier rein und dann der Dungeon da drinnen. Versuchen wir doch nochmal irgendwie reinzukommen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommen wir dann von der Story her weiter. Ich will es versuchen. Denn wenn wir mit Manny Marco, mit dem König der Würmern, es da verschissen haben und nicht weiterkommen. Und so, dann müssen wir irgendwie den Weg anders hinkriegen. Das müssen wir irgendwie anders dann lösen. Weil wir jetzt hier auch keine direkten Verbündeten von denen irgendwie haben hier, also ich weiß jetzt nicht, wer alles mit Manny Marco hier verbündet ist. So, einmal verkaufen. Jo. Ach, haben wir sonst noch was? Nö. Okay. Wie sieht's aus? Wir können hier eh irgendwie nichts
kaufen. Wir haben eh kein Geld mit. Ist alles ein Dagger voll. Was haben wir sonst noch im Inventar, was wir loswerden können? Die Dinger. Die können wir alle noch irgendwo verkaufen. Aber nicht am Waffenladen. So, wir müssen dahinter. So. Ich weiß jetzt nicht, haben wir Ingredients? Haben wir Kräuter? Nope, haben wir nicht. So, da haben wir wieder die Dinger hier, wie wir brauchen jetzt einen General Store oder diesen Fun Shop. Hier haben wir den Fun Shop. So, was können wir dem da aufdrücken? Die Dinger. Und die Dinger. Jo. Und dann haben wir halt nur noch die Potions. Und Gold will ich dann da reinpacken. 15. 6, 5, 0. Dann haben wir erstmal das ganze Gold da drin, ne? Im Wagen. Und dann würde ich trotzdem da drin es nochmal versuchen im Dungeon. Vielleicht kommen wir doch so weiter von der Story. Vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich will es versuchen. Einfach einmal kurz riskieren, ausprobieren. Denn bei Manimaru kommen wir so erstmal nicht weiter. Und er ist ja jetzt für unsere Story, damit wir vorankommen, sehr, sehr relevant. Und da drin müssen wir jetzt ein Licht finden. Im Dungeon. So, dann gehen wir hier einmal durch. Jo, kennen wir. Dann einmal hier hin. Und der Dungeon war, glaube ich, wenn wir hier reingehen, direkt hier rechts, glaube ich, der erste, oder? Die erste Tür. Ich meine, das war das hier. Genau, das war's. Ja, das war's hier. Dann mache ich hier Save Game auf die 2, weil das jetzt als Dungeon zählt. Und also, wir haben hier nichts mehr von der Map. Ja, super. Das heißt, alles nochmal von vorne erkunden, oder wie? Aber egal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Ab jetzt zählt es als Dungeon. Dann gucken wir mal. Autsch. So. Potion Recipe. Ah, wir nehmen dieses Mal nur Gold mit. Sonst nix. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ich gehe jetzt einfach random irgendwo hin. In der Hoffnung, dass wir irgendwie weiterkommen. Ich gehe jetzt nicht gezielt auf die auf Lootung oder sowas, sondern hier wirklich will mit der Story weiterkommen. Hier geht's nach oben. Ich gehe mal aus, dass wir nach oben müssen. So. Ich glaube, hier sind wir richtig. Jo. Okay, sowas nehmen wir auch noch mit. Und die Potions. Jo. Sonst hat er hier nichts. Oh, auch nochmal Gold.
Und auch nochmal Gold. Aber hier sind wir, glaube ich, jetzt nicht richtig. Vielleicht hier nochmal weiter. Ah ne, wir gehen jetzt wieder runter. Ja, das lassen wir mal. Genau, dort waren wir. Da waren wir schon. Hier vielleicht. Ne, hier kamen wir auch schon. Versuchen wir da hinten nochmal. Hier links. Jo. Out. Alter, der hat aber ordentlich durchgehalten. Jo. Wo kommst du denn her? So. Was haben wir hier? Restore Power. Und Potion of Stamina. So. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Und dann gucken wir mal, was wir wegschmeißen können. Vielleicht später. Aber Gold nehmen wir mit. Gold nehmen wir mal safe mit. Nee, wir müssen nach oben irgendwie einen Weg finden. Es gab hier ja irgendwo einen Bereich, wo wir schon mal nicht weiterkamen. Ich glaube, hier geht das schon. Und dann hier rum. Jo, komm. Dwarven und Dwarven. Okay, hier war das nicht. Dann hier vielleicht. Boah. Okay, von da kam jetzt keiner. Wir hatten ja irgendwo oben mal, oh. Irgendwo weiter oben hatten wir ja so Schlafräume gehabt, die irgendwie verschlossen waren. Und da will ich wieder hin. Jo, komm. So, was hat die? Nichts. Hier hängt wieder einer. Erstmal abhängen. Jetzt ist die Frage, wo müsste ich jetzt lang, um da wieder hinzukommen? Hier in dem Bereich sind wir, glaube ich, falsch. Das war aber... Wir müssten einen Weg finden, der hier nach oben führt, hier drüber. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück. Wir sind hier komplett falsch in dem Abschnitt. So. Genau, und hier geradeaus durch. So, und dann den Weg mal ausprobieren. Okay, nicht. Dann doch vielleicht hier rüber. Jo, komm. Hier haben wir Dwarven wieder. Nice.
Jo. So. Nochmal this you. Ach so, warte. Das war das Falsche wahrscheinlich. Heal too. Jetzt haben wir Gesundheit erstmal wieder voll. Vielleicht machen wir auch einmal wieder den hier. Hier ist niemand, okay. Dann hier nochmal. Autsch. Nope, der hat hier nichts. Das arme Schwein. Immerhin funktioniert das. Den Schlossknacken finde ich mittlerweile echt super. Ist aber auch wieder die falsche Richtung, die wir hier eingegangen sind. Hoppala. Jo, der ging. Alter Ebony, nice. Der ging aber schnell. Oh, hi. Tut mich sorry. Gehen wir mal hier hoch. So, gehen wir mal hier geradeaus durch und dann hier lang. Hier geht es ja auch wieder nach oben. Nee, der hat nichts. Wir müssen nach dahin. Irgendwie. Hier geht's auch wieder nach oben. Vielleicht sind wir jetzt schon richtig. Könnte sein, weiß ich nicht. So, komm. Sonst nichts hat sie. Und hier geht's auch wieder hoch. Kommt mir hier bekannt vor. Waren wir hier gerade nicht noch? Jo, wir waren hier schon. In dem Bereich. Ja, dann nochmal zurück. Das ist nicht zurück. Stimmt, hier waren wir. Ja, gut. Kommst du denn her? Dedrick Flail nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Jo. Das war jetzt hart. Ja, irgendwie müssen wir doch hier weiterkommen, oder? Hier waren wir auch noch gar nicht. Doch. Hier sind wir aber komplett falsch. Nee, warte. Diesen Weg, Richtung. Suchen wir uns mal den Weg komplett zurück.
einmal raus. Das nicht hier ist. Jetzt ist die Frage, wo geht's nochmal komplett zurück? Da nicht. Das sieht aus, als wäre das der. Ja. Aber wo muss ich jetzt hin? Wo war nochmal der Weg? Ich habe das jetzt nicht gegoogelt, wo wir genau hin müssen. Würde ich gleich vielleicht, wenn wir das nicht in dieser Folge schaffen, würde ich das gleich mal ausnahmsweise machen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht den Weg, dass wir vielleicht das mit dem, mit den Nekromanten einmal überspringen können. Ah, okay, das sieht schon mal danach aus, als wären wir richtig. Dann sind wir wieder hier. So. Das heißt, wir sind jetzt gleich wieder zurück. Oh. Moin. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Aha. Gehen wir mal hier hoch. Lieber da lang darum gehen wollen. Jo. Geist. Gold. So, einmal vielleicht den hier machen, weil Ausdauer schon jetzt relativ wenig. Okay, aber hier geht es nirgendwo weiter. Würde ich hier mal versuchen. Das blaue Bändchen gibt mir positive Vibes dafür. So, sonst hat er nichts. Dann gehen wir hier rum. Er geht jetzt erstmal wieder runter, natürlich. Und dann müssen wir hier mal lang. Sag mir jetzt nicht, ich bin... Okay, hier war ich jetzt auch komplett falsch. Ja. Wo muss ich dann lang? Vielleicht doch da hinten runter. Warte mal, wo bin ich jetzt? Nicht, dass ich jetzt hier falsch abbiege. Ach nee, ich bin wieder hier. Einmal gucken. Wo ging es? Ne, wir sind in der Treppe runtergegangen. Wo war jetzt die Treppe gerade? Hier war sie doch, ne? Genau, und dann hier. Wir waren hier hochgegangen. Dann müssen wir hier entlang. Jo, das war da hinten. Und dann waren wir von hier gekommen, ne? Genau. Dann müssen wir vielleicht doch hier entlang und dann hier runter. Erstmal. Das nehmen wir auch mit. Könnte einiges wert sein. Jo. Nee. Und
da kommt die auch noch an. Alter, wir sind gleich wieder überladen. So, nochmal resten. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt genau sind. Hier unten, ne? Wir haben hier jetzt drei Möglichkeiten. Und ich würde erstmal den hier vielleicht gehen wollen. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, nach ganz oben oder dahin? Ich würde eher nach ganz oben gehen wollen. Ja, wir sind da. Aber es ist zu. Autsch, okay. Gehen wir nochmal schnell hoch. Da unten war ja wahrscheinlich irgendwie ein Hebel. Um oben aufzumachen. Wir haben das aber wieder gefunden. Nein. Nicht runterfallen. So schneller kann ich jetzt irgendwie nicht, ne? Jo, jetzt ist hier offen. Und dann hier haben wir noch einen Hebel. Müssen wir mal schauen. Vielleicht macht es hier uns irgendwas auf. Wenn hier noch ein Hebel ist. Aber wir haben es gefunden, wo wir hin müssen. Den will ich lieber erstmal noch nicht. Okay, an dem Dude komme ich nicht ran. So, ich will es hier aber mal mit dem Klettern versuchen. Haben wir hier. Alter, hat mich das jetzt erschrocken. Autsch. Okay, bei dem ist immer noch zu. Gehen wir aber trotzdem noch mal oben gucken. Wie es da jetzt aussieht. Dem ersten Hebel vertraue ich noch nicht. Ich glaube, da müssen wir hin. Komm, hier klettern und dann runter. Lieber ein bisschen langsamer runter als zu schnell. Dann sind wir wenigstens auf der sichereren Seite. Und stürzen nicht in den Tod. Den machen wir lieber runter. Also, weil der in der Nähe ist, kann ich jetzt nicht resten. Okay, der kann mir auf die Presse hauen, aber ich ihm nicht. Das ist ja super. Den haben wir. Können wir hier jetzt resten? Ja. So, wie sieht es hier jetzt aus? Aha, okay. Da hat sich was geöffnet, da hat sich was getan. Jo, jetzt ist hier offen.
Und wo kamen wir eigentlich? Der hier ist auch offen und noch unbekannt. Das ist der gerade eben. Okay. Die beiden sind miteinander verknüpft. Gut, dann den hier müssen wir ausprobieren. Beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!